Jo Leute, was geht? Willkommen auf meinem Kanal Fearlow Limits. Ich bin natürlich wieder mit dem Bike unterwegs. Es ist wunderschönes Wetter heute noch. Komisch eigentlich für November, aber naja, wir genießen es. Wir sind Motorradfahrer. Heute 5 Dinge, die mir am Motorradfahren nicht gefallen oder die ich halt nicht so feiere. Steigen wir mal ein. Beziehungsweise 5 Dinge, die mir halt einfach, die halt so semi-optimal sind. Ich mach das mal hier runter, ey. Siehst du auch gar nichts. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Ja, Punkt Nummer 1. Moped fahren im Winter. Ist leider halt schwierig teilweise, weil es ist halt echt kalt und es ist kalt, es liegt Salz und es wird super früh dunkel, Winter halt. Finde ich jetzt halt mit dem Moped, wenn du dann so ein Car-Guy bist oder so ein Automensch, finde ich das halt entspannter. Weil du hast eine schöne Sitzheizung teilweise, halt generell eine Heizung. Du wirst nicht nass, wenn es halt dann doch anfängt zu regnen oder zu schneien. Ja, da haben Autofahrer es halt auf jeden Fall schon entspannter als wir mit unserem eigentlich Sommerhobby. Und das ist halt auch der Punkt. Punkt 1, halt einfach rein theoretisch Motorradfahren ist halt eine Saisonsache. Ich bin jetzt zum Beispiel jemand, ich fahre halt das ganze Jahr über, aber im Winter ist es halt sehr, sehr wenig aus den vorhin genannten Gründen. Punkt Nummer 2. Alltagstauglichkeit. Das finde ich halt leider nicht so nice. Klar, kannst du dir jetzt eine GS kaufen, 3 Koffersysteme da dran klatschen, dann kannst du auch schon einiges mitnehmen. Aber ich sag mal, ist nicht für jeder Mann was, halt so eine GS oder so ein Tourenmotorrad halt. Mit dem Rucksack kannst du einiges transportieren, aber ist halt lange nicht so bequem wie mit dem Auto zum Beispiel. Das ist halt, wenn du halt nur Mopedfahrer bist und du kein Auto hast, ist das natürlich, ne, bist du flexibel, du bist sehr wendig in der Stadt unterwegs zum Beispiel, aber wenn du mal Sachen besorgen musst oder irgendwo hinbringen musst, irgendwas Größeres, hast du halt schon verkackt und du kannst maximal einen Menschen mitnehmen. Passt dann nicht so. Punkt Nummer 3. Das ist jetzt echt was, das werden wahrscheinlich gar nicht mal so viele verstehen, aber ich finde es halt random, also jetzt Thema Lautstärke bei Motorrädern. Klar, ich war jetzt natürlich für mich perfektes Teil mit einer ziemlich hohen Dezibelzahl. Autos aufgrund der größeren Kubikzahl ist es halt einfach so, dass die halt viel oder teilweise vom Sock her, also wenn du jetzt auf Sportautos gehst, Hyundai i30N zum Beispiel, ne, die dürfen ja nicht so laut sein. Das finde ich halt manchmal echt schade. Du musst da eine Klappenanlage drunter haben, wie bei den meisten. Und mich ärgert das halt manchmal, weil Autos halt so unfassbar laut sein dürfen, manchmal teilweise auch beim Tuning oder so. Und bei Motorrädern bist du halt direkt in so einer Zone, wo das schon wieder schwierig ist. Ich sag mal, mit meiner hier mit den 92 Dezibel. Klar, wie gesagt, ich bin halt auch so ein Soundmensch. Bei mir geht da halt super viel Emotion mit in den Sound rein. Das ist mir halt super wichtig. Aber es wäre halt schön, wenn es auch legal ist. Punkt Nummer 4. Was am Mopedfahren nicht so geil ist, ist leider mittlerweile, ich schließe mich da jetzt wohlgemerkt nicht mit aus, die Community von Motorradfahrern oder generell Motorradfahrern werden halt mittlerweile sehr, sehr schnell in eine Kiste gestopft. Als absolut asozial und ja, straßenverkehrsfeindlich und was weiß ich nicht alles. Also wirklich sehr negativ betrachtet in vielerlei Hinsicht. Klar, ne? Ich, wie gesagt, nehme mich da nicht mit raus. Ich bin auf jeden Fall auch nicht unbedingt derjenige, der jetzt im Straßenverkehr sich hier blendend verhält und überhaupt keine Auffälligkeiten aufweist. Aber ich finde es halt trotzdem kacke. Weil bei Motorradfahrern wird da halt so krass nachgeschrien und in vielen anderen Bereichen ist es halt dann so nicht so präsent, sag ich mal, wie Auto zum Beispiel oder Fahrrad. Und das finde ich halt krass. Und ich finde es halt schade, weil das halt auch einfach Einfluss darauf hat, wie wir uns oder wie schnell wir halt dann auch
von der Polizei kontrolliert werden, zum Beispiel. Gerade auch, je nachdem, was für eine Motorradart du halt hast, ob Supersportler, Naked Bike oder Supermoto zum Beispiel, bist du halt super schnelle Kontrollen drin. Und diese allgemeine Schubladensache finde ich halt echt kacke, weil das beim Motorrad auch so extremst teilweise dann raussticht. Und das ärgert mich. Ja, Punkt Nummer 5. Ich bin ehrlich zu euch, fällt mir echt schwer, so Punkte rauszusuchen, warum oder was mich halt am Mopedfahren halt ein bisschen ärgert oder generell nicht so optimal ist. Fällt mir echt schwer, weil Mopedfahren ist für mich einfach so das Hobby und auch das, was ich echt super heftig feiere und am liebe in meinem Leben, ist halt Motorradfahren. Deswegen ist es halt echt super schwierig für mich hier 5 Punkte wirklich auch so. Es ist halt sehr meinungs- oder beziehungsweise sehr, sehr schwierig, das halt teilweise zu beschreiben. Digga, Alter, for real? Ja, okay. Eher meine Schuld. Stoppschild. Es ist halt einfach. Du hast beim Mopedfahren halt obviously, also natürlich kein Dach über dem Kopf. Und es gibt viele Hardcore-Fahrer da draußen, ich weiß. Gerade auch in der BMW-Szene, die GS-Fahrer, die ihre Touren dann scheppern. Ist es halt krass, denen ist es ja egal, ob Wind, Wetter, Sturm, Hagel, Tornado, so. Aber ich fühle halt so ein bisschen auch dieses schöne Wetterfahren. Kann ich verstehen. Ich meine, ja, ich fahre jetzt auch häufiger mal im Regen oder so. Aber wenn ich halt nicht muss, dann wechsle ich halt das Auto. Und ja, das ist halt einfach so eine... Wetter ist halt immer so eine Sache. Erstens ist beim Mopedfahren wird ja halt super schnell kalt. Ich meine, wir haben jetzt gerade 16 Grad. Ich habe jetzt... geht jetzt noch mit der Temperatur von der Wärme. Aber... dennoch, sobald die Sonne weg ist, wird es schon echt kalt und auch unangenehm kalt. Und das ist halt leider so ein bisschen ärgerlich. Aber halt auch nichts. Das ist halt ein Hobby. So, entweder du liebst es und du fährst im schlechten Wetter oder riskierst es halt, wenn schlechtes Wetter ist. Darf ich jetzt hier fahren oder was ist das jetzt hier? Ach, I don't know, Alter. Weiß ich doch nicht. Oder du lässt es halt, ne? Das ist halt... Dann in unserem Hobbybereich ist das halt so eine Einstellungssache. So, wie stehst du dazu? Wie machst du das? Und ja, also für mich ist das halt teilweise, ich ärgere mich manchmal so ein bisschen, wenn halt Scheißwetter ist. Aber alles in allem ist es halt einfach so, wenn du das halt liebst und du Bock drauf hast zu fahren. Ich bin auch schon mal, das war ein bisschen dumm. Ich hatte richtig Bock nach der Arbeit zu fahren. Dann habe ich auf die Fresse gelegt, weil es geregnet hat, weil ich halt einfach dumm bin. Aber so... dieses Freiheitmäßige, jetzt komme ich schon wieder auf die positiven Sachen. Das hat mich einfach so gecatcht. Ich hatte einfach so Bock zu fahren, deswegen bin ich dann auch einfach gefahren, auch wenn Scheißwetter war. Ja, aber irgendwo sind Motorräder sehr alltagstauglich und irgendwie so gar nicht. Ich würde dann mal sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Lasst mir ein Like da, ein Abo, vielleicht die Glocke aktivieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Ich nutze natürlich jetzt noch die letzten schönen Tage, die wir haben, um Vlogs zu machen, wo ich halt auch fahre. Und die How-To's kommen dann jetzt in der Zeit, wo wir halt gar nicht mehr fahren können, weil einfach das Wetter zu beschissen ist. Gut, dann haut rein, Leute. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.